Und ich versuch's doch mal oben über den anderen Raum. Oder ich gebe das mit der Burg wieder auf und gehe nach Khed Nuhr zurück. Right. Grave Dalphilos. Hier sind aber auch wieder ziemlich viele. Ein Schwertkämpfer, Bogenschütze, Wächter. So. What? Bringe ich die erstmal zum How may I Stoppen. help? Du vervielfältigst dich. So, und ihr helft da mal taktisch mit. Du bomb mal da rein. Du schmeiß mal alle um. You can trust. So. Wolf hat's umgehauen. Yes. Du hast 3 Strophen. Also beschwöre mal ein paar Skelette. So, und die Skelette gehen auf den Priester los. So, noch ein Redrich-Wächter und der Priester. Ja. So. Skelette sind gut als Ablenkung. Und jetzt noch den letzten Berat-Wächter weg. Und wir haben es geschafft. Sure. Well, ich habe die Kasernen gefunden. Ja. Eine gute Kettenrüstung. Right. Und aus den Kasernen gibt es auch keinen Weg hinaus. Eine Arbalest. Nee. Dann waren die Kasernen ebenso ein Reinfall. Ich kann wirklich hoffen, dass ich es schaffe, mich hier irgendwie durch die große Halle durchzuschleichen. Hey. So, versuchen wir mal, es hier so irgendwie hinzukriegen. Nein, sie können uns so viel zu leicht umrunden. So, Verbot hinterher. Yes. Du bomb mal. Genau. Das ist nämlich das Problem, was ich dann habe. Alle umzingeln meinen Priester. Ich muss theoretisch die Tür blockieren, dass ich nur mit einem Nahkämpfer auf einmal kämpfe, aber das ist immer ein bisschen blöd anzustellen. Mhm. Kaserne haben wir. Genau so. What? Okay, du zauberst mal Verbot. Yes. Du versuchst sie benommen zu machen. So. What?
Du wirfst sie mal um. Wow. Hm? Du benutzt den Heildinger. Yes. Du machst weiter benommen. Du versuchst sie mal umzustoßen. Genau, das hat geklappt. Du große Heilung auf ihn. Sehr schön, die beiden laufen da hinten wie blöd rum. Yes. Du. Bombardier mal einen von ihnen, weil jetzt fällt der Priester um. Das heißt, wir haben jetzt alle drei auf einmal. Du. Mach mal auf ihn eine heilige Rüstung. Damit er nicht so schnell umkippt. So, und fertig. Du verarzt ihn mal. Dass wir nicht ganz so schnell rasten müssen. Und wir haben wieder eine jede Menge Zeug. Ja, genau, dafür bräuchte ich auch einen Haufen Mechanik. Oh. Da bin ich noch in ein paar Wachtrupps reingelaufen. Ja, wieder eine gute Robe und ein Zaubererwälzer. Hm. Nimm du den mal, der Rest kommt da rein. Du siehst okay aus. So. Noch ein Zaubermacher, den wir umhauen konnten. Noch ein Buch. Und ich glaube, in den Büchern steht überall dasselbe drin. Aber hey, wir haben Bücher. So, dann gucken wir mal auf der Seite weiter. Und hier ist unglaublich nichts. Hey, mit kleinen Hörnern. Das hat uns jetzt auch nicht geholfen. Das heißt, wir müssen durch die Haupthalle, um uns weiter umzuschauen. Weil alles andere haben wir. Ich kann mich nämlich nirgends anschleichen. So. Du gleich mal einen Schutz. Du gleich mal Doppelgänger. Ja. Du gleich mal Eindringlinge vor Ort. Okay. Stoppen wir die mal. So, du hast hoffentlich deine Doppelgänger. Ja, hast du. Dann schalt den Zaubermacher aus. Ganz schnell. Und du kannst nicht wirklich was. Außer hier mal alle irgendwie schwächen. Warum die auch immer jetzt durchbrechen, nicht so gut. Stand still.
Okay. Hey. Du kümmerst dich um den. Na, dann hilf mal gegen den. Du stehst mitten drin, das ist ungesund. Okay, es ist noch ein Zweiter Schwertkämpfer, Berat, Priester, Bogenschütze. Mein Wolf ist mal wieder ausgefallen. Ne, Fenris läuft irgendwo rum. Kümmert euch um den Paladin als nächstes ganz schnell. Hi. Du auf den Berat-Priester. Du einfach mal irgendwo eine Heilung rein. On your word. Du hast schon wieder 3 Punkte. Dann, ach nee, halt. Genau, hau die mal um. Stand still. Let's go. Hey. Du benutzt noch mal deine Heilung. Fenris ist ausgeschalten. Hm? Du hast schon wieder 3, dann machen wir die Schadensreduktion runter. So, jetzt bist du wenigstens nicht mehr umzingelt. Dann weg mit dem Berat-Priester. Hey. Schwacher Regenerationstrank. Stand still. Baranthus. Ja. So. Hey. Du kannst noch mal umschmeißen. Dann schmeiß den endlich mal um. Du? Stand still. Hm? Bist irgendwie ziemlich mutig. Sure. Okay. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt mal dann zurück zum Schlafen. So. Halte ich für eine gute Idee, zum Schlafen zurückzuziehen. Bei der einen da unten können wir ja schlafen. So, Fenris fehlt noch. Dumm, die dumm, die dumm. Putze ich irgendwie, wie er da hinterher dackelt. Ach, jetzt kommt dieser Tipp mal, den ich ganz am Anfang ausprobieren wollte und dann in eine Falle gerannt bin. So, wo muss ich hin? Hier drüben. Etwas Ruhe, Dialog beenden. Hm. So. Ich kann jetzt ja scheinbar nicht mehr einfach so angreifen. Und wenn ich könnte, würde ich Edda wirklich die Tür gern wiedergeben. Aber ich glaube, die habe ich gebunkert. Mittlerweile ist die Tür etwas besser als normales Schild. Jo, Tür habe ich gebunkert. Schade. Okay.
Wir haben die Jungs hier alle ausgeschalten, hoffe ich mal. Hey. Nice and quiet. Wow, das klang jetzt gerade etwas verzerrt. Hm? Hm? Hier ist nur ein Buch.